Ich habe ziemlich Stress und einfach keine Zeit halt. Absoluten Reisehack für euch. Ich genieße es ohne Eva. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Hello! Wir sind zurück zu meinem täglichen Vlog. Also ich weiß auch nicht, ob ich es täglich machen werde. Schauen wir mal, wie das jetzt in Hamburg wird mit meiner Mama und wie viel Zeit ich dann auch habe. Aber ja, heute gibt es auf jeden Fall einen kurzen. Mein letzter Tag da. Ich werde heute am Abend zu meiner Mama fahren, weil wir morgen super früh schon zum Flughafen fahren. War jetzt gerade einkaufen, habe vorhin mein Cardio erledigt. Hühnerfilet, Schnäppchen. Ich muss nämlich auch für morgen vorkochen, nachdem wir gerade so viele Verspätungen sind auf dem Flughafen. Möchte ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Dann habe ich mir mal was Neues gekauft. Und zwar solche Sticks, die bestehen nur aus Mais. Also die kann ich theoretisch auch Pre- und Post-Workout essen. Ich will heute sowieso mal ein anderes Pre- und Post-Workout ausprobieren, aber das seht ihr dann später. Dann habe ich mir wieder den Reisbrei geholt. Das ist übrigens alles von Hofer. Hopfen, Blattspinat und ihr werdet so wissen, was jetzt kommt. Vogelsalat. Typischer Eva-Einkauf. Ja, ich mache jetzt gerne mal Eierspeis, dann gibt es Frühstück und yes, bin hungrig. Oh, upsie. Yummy, yummy, I got love in my tummy. Also, es gibt alles wie immer. Meinen Butterkeks-Pie mit Erdbeeren. Cereal Flavor Drops in den Kaffee. Ja, lass ich mir jetzt schmecken. So, ich war die letzten Stunden mit Meal Prep und alles vorbereiten beschäftigt und ich wollte euch jetzt so meine ganzen Tipps mitgeben für Reisen, wie ich das mache. Ich möchte halt einfach, ich rede wieder mit euch, wie gesagt, vorbereitet sein, nachdem aktuell so viel Flugverspätungen und Ausfälle sind, damit ich ja auf jeden Fall 100% meine Diät durchziehen kann. Also ich habe jetzt alle Meals vorgekocht für morgen bis auf das letzte. Und es muss natürlich auch Flughafen-Security-Check-Form sein. Und das ist es. Ja, das zeige ich euch jetzt einmal. Und dann gibt es den absoluten Reisehack für euch. So, für die erste Mahlzeit, nachdem mir letztens mein Haferbrei abgenommen wurde, weil zu flüssig, I don't know why, habe ich mir jetzt einfach diese Instant-Flocken geholt. Und da schon Flame & Tasty dazu gemischt. Da brauche ich jetzt einfach nur warmes Wasser rauf. Das kriegt ihr überall nach dem Security-Check. Dann gibt es noch meine Beeren dazu. Und natürlich mein Omelette. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also alles, was irgendwie fest ist, geht sowieso durch den Security-Check. Das werde ich sowieso gleich dann ziemlich in der Früh essen. Also ist kein Problem, wenn das länger ungekühlt ist. Ihr dürft ja keine Kühlakkus oder so mit ins Flugzeug nehmen. So, und jetzt kommt mein Hack. Da haben wir jetzt nämlich die drei Meals, was ich dann quasi habe. Das ist einfach nur Fisolen mit Kokosöl und Huhn. Und das habe ich zweimal. Und dann gibt es noch einmal Salat, da kommt dann noch Karotte dazu. Aber ja, sonst fehlt da nichts. Die Meals werde ich mir über Nacht einfrieren. Ja? Das heißt, wenn ich morgen in der Früh losfahre, sind die gefroren. Und die tauen natürlich dann im Laufe des Tages aus, ab, ja, auf. Wow, Sprachfehler. Und dann könnt ihr das quasi genießen und es wird auf keinen Fall irgendwie schlecht werden, weil es ist einfach gerade warm draußen und das ist dann gar kein Problem. Also das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Tipp. Dann habe ich mir da noch abgefüllt Meta Plus und ERAs. Braucht man einfach immer. Und auch mit den Sackerln, also ihr kennt die ganzen Supplements, die jetzt da einfach abfüllen. Ich habe da wirklich noch nie ein Problem gehabt. Ihr könnt es auch Proben mitnehmen. Da habe ich auch nochmal Meter, das kommt dann auch in den Koffer. Die anderen Sachen für den Koffer zeige ich dann später. Meine Waage, diesmal werde ich sie nicht vergessen, kommt auch in mein Handgepäck, damit ich da auch vorbereitet bin. Und dann natürlich meine ganzen Supplements, kann ich nur empfehlen, holt euch bei ESN diese Dose. Sehr praktisch. Da kann man alles einfüllen. Ich habe das da oben auch nochmal beschriftet. Habe mir jetzt auch Kreatin in Kapselform geholt. Dann spare ich mir das auf jeden Fall. Und das ist für Reisen dann angenehmer.
Und ja, das war es jetzt mal soweit, was in mein Handgepäck quasi kommt. Übrigens stresst mir das immer enorm, wenn ich irgendwie verreisen muss und so viele Dinge einfach vorbereiten und dran denken muss. Aber wenn das jetzt mal erledigt ist, dann ja. Wegen Gewand habe ich schon soweit alles in meinem Koffer. Ich habe mir jetzt auch noch keine Liste gemacht, damit ich nichts vergesse. Und jetzt gibt es auf jeden Fall mein Pre-Workout. Und ich habe euch ja gesagt, heute gibt es mal was anderes. Ich habe leider nicht mehr das geile Isoway aus der Dose. Ihr wisst ja, welches ich mache wahrscheinlich. Das kommt hoffentlich bald, weil ich habe es nachbestellt. Dafür gibt es heute Vanilla-Karamell. Das ist auch ziemlich lecker, aber gar kein Vergleich zum anderen. Das wird einfach irgendwie viel cremiger und besser. Gut, einen Deckel braucht ihr vielleicht auch. Und dazu gibt's, und darauf freue ich mich heute besonders, Reiswaffeln. Ich habe mir gestern diese Himbeer-Joghurt gekauft. Die sind vom Müller, aber ich glaube bei DM, Biber und so weiter gibt es die auch. Und die schmecken so genial. Die haben auch überhaupt keinen Blödsinn oder so dabei. Die Werte sind auch 1:1 quasi wie von Reis. Und ich habe mir die jetzt so zerkrümelt. Und da kommt jetzt einfach der Shake drauf. Genial, oder? Ich habe mal keine Lust gehabt auf Himmeltau oder Rice Pudding. Aber als Post-Workout gibt es wieder Rice Pudding. Aber ich werde mal schauen, wie mir das jetzt schmeckt. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Ich glaube, ich werde mir jetzt noch ein paar Flavor Drops dazu. Weil ich habe es jetzt mit ein bisschen mehr Wasser gemacht. Als normalerweise. Ich habe es ja gern süß. Cheesecake. 1, 2, 3. Ich glaube, die Kombi wird gut. Bin echt schon gespannt. Lorenz ist übrigens gerade beim Friseur. Den sein Essen habe ich auch noch vorgekocht. Und ja, absoluter Stress da in der Küche. Bin froh, dass ich so eine große Küche habe. Ich werde mich halt auch nicht schminken oder so, weil da drauf habe ich irgendwie, ja, ich habe ziemlich Stress und einfach keine Zeit halt. Es ist auch schon ziemlich spät. Und heute steht zum Glück nur Schultertraining am Programm. Das ist eh immer schnell erledigt. Und von dem her, gut. Ich glaube, ich esse es jetzt auch ziemlich schnell, weil wenn es mal zu eingeweicht ist, finde ich das, glaube ich, nicht mehr so lecker. Mmh, schmeckt sehr geil. I like. Mit Vanilla, also mit dem anderen Isoway, ist es hier nochmal besser. Aber kann man empfehlen. Kann man empfehlen. Und ihr merkt wahrscheinlich, wie viel mehr Energie ich noch gerade habe. Das ist einfach nur, wenn ich mehr esse am Wochenende. Das ist so heftig. Und ich merke jetzt auch, dass das Wasser rausgeht. Also heute habe ich genau 60,0 gehabt. Ich habe jetzt aber quasi 4 Tage durchtrainiert. Und morgen ist dann mein erster Restday. Also ich glaube, morgen wird dann das Gewicht droppen. Also auf übermorgen. Ich habe sogar meine Körperwaage jetzt eingepackt für Hamburg, weil mich stresst es sonst, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht weiß. Bezüglich Stefan und wie wir jetzt weiter fortfahren, das werde ich später schnell erzählen. Und ja, das ist sie jetzt. Und dann geht's auf ins Schultertraining. Vorher gibt es natürlich noch mein Pre-Workout, heute Crank Pump Pro, weil für Schultern trinke ich immer Crank Pump Pro. Und ja, bin motiviert. Ich freue mich. Schultern ist eins meiner Lieblingstrainings. So, hab gedacht, jetzt zeige ich den Rest jetzt auch noch gleich. Das kommt jetzt alles in meinen Koffer. Und zwar nehme ich einmal meinen Himmeltau mit, weil in Deutschland gibt es ja keinen. Da ist Meta Plus drinnen. Dann, das habe ich eh schon gesagt, fürs Pre-Workout. Dann habe ich da Isoclear. Irgendwas hat da gestaubt. Einfach abgefüllt. Dann habe ich hier Airass. Übrigens, die Zipbeutel gibt es entweder bei, also es gibt es eigentlich eh überall, aber die bei Ikea finde ich tatsächlich am besten. Dann nehme ich mir einmal Eiklar mit, das ist ja das von Pupal Gesund, das müsst ihr auch nicht einkühlen, was super praktisch ist. Mein Code übrigens gilt dort immer, der ist EVA5. Dann, da ist, lasst mich nachdenken, ah ja, Flavor drinnen. Da haben wir dann nochmal Flavin' Tasty. Probe Packungen kann ich auch immer empfehlen. Nehmen, dann nochmal das Sign Away in Milk Chocolate. Dann habe ich richtig praktisch mir bei Naughty Nuts
die Nussmusse zum Mitnehmen geholt. Wieder mein Lieblings mit Blueberry und das ist quasi das ganz normale. Das passt auch perfekt. Da muss ich da nichts mehr umeinander tun. Und stimmt, eins muss ich auf jeden Fall noch für heute am Abend mitnehmen. Weil da die letzte Mahlzeit gibt es dann bei meiner Mama. Dann noch Isoway in Hazelnut, Flavor Drops, Flohsamenschalen und mein Lieblings-Instant-Coffee. Ja, sonst ist da jetzt eh nichts mehr drin, nur genau die Nusspackungen, was ich brauche. Wie gesagt, das alles in den Koffer. Und dann habe ich hoffentlich nichts vergessen. Ich habe immer Angst, irgendwas zu vergessen. So wie die Waage, die ich im Budapest-Urlaub vergessen habe. Und letztens bei Ibiza. Bei Ibiza, ja, wo ich nach Ibiza geflogen bin. Und das war ja richtiger Scheiß, weil ihr, falls ihr das Video nicht gesehen habt, 2 Stunden lang auf der Suche war nach einer Waage. Aber ich habe nicht aufgegeben und ich habe eine gefunden. Ich habe Angst, dass da irgendwas raus. Halt. Ja. Also einen halben Koffer von mir nimmt auf jeden Fall Essen ein. Und mein Handgepäck wird auch ziemlich voll sein mit Essen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, alles. Ich muss mir nochmal eine Liste schreiben. Ich packe jetzt nochmal meine Outfits und so zusammen. Sportsachen. Ja. Gewürze kommen noch ins Handgepäck. Dann habe ich noch so eine Aufbewahrungsschachtel für Besteck und Plastikbesteck, weil normales Messer dürft ihr auch nicht ins Flugzeug mitnehmen. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles. Ja, ich hoffe, das hilft euch, wenn ihr auf Reisen geht. Und ich gehe mir jetzt umziehen und dann geht's auf den Schultertreten. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this. Ich bin fertig. Schmutzschulter. Ich bin so ein bisschen Bauch. Kommt war heute richtig gut. Generell Training war richtig gut. Und ich sag nur immer Energie von meinen kleinen Cheats am Wochenende. Und Florence ist da einfach. Also die Videos. Und wie ihr das gesehen habt, es wird helfen. Und ja, ich glaube, mein Schultertraining habe ich echt schon oft genug probiert. Das ist nicht so interessant. Auf jeden Fall war es echt sehr gut. Jetzt mache ich noch Bauchrollen und ein paar Crunches am Ball. Und dann geht's auch nach Hause. Back home! Es gibt Post-Workout. Himmeltau. Und Erdbeeren. Und ich habe mir wieder so einen Slush. Diesmal in der Haselnuss-Variante. Das ist übrigens von den Isoways in meinem Sackerl, mein Lieblingsfutter. Es schmeckt echt ultra lecker. Und als Topping gibt es da jetzt ein bisschen Oreo drauf. Das ist einfach das beste Flavor Tasty, das je erfunden wurde. Das ist so krank. Wirklich. Ich hoffe, das gibt es bald wieder.
Wenn, müsst ihr euch das unbedingt bestellen. Hello, hello. Lorenz gibt es übrigens auch. Bin auch da. Er zeigt sie nur nicht so gern. Aber ihr habt ja gesagt, ihr wünscht euch mal einen Vlog bzw. Also, Full Day of Eating mit uns. Yes. Was sagst du dazu? Machen wir das? Kann man machen. Ja. Lorenz ist ja im Aufbau. Also er ist so circa das Dreifache von mir. Das Dreifache. Und er kriegt jetzt eine fette Portion Reis. Und ich habe meinen Salat. Ja, und wir genießen jetzt noch ein paar Stunden gemeinsam. Und dann muss ich leider ohne dich in Urlaub. Ja. Ich genieße es ohne Eva. Mhm. Passt. Ich will auch Reis haben. Lorenz hat mir gerade die Haare gemacht. Ich bin gespannt, wie das von hinten ausschaut. Ja. Zeig's mir. Oder YouTube. Ja. Es fühlt sich voll schön an. Was? Bitte. Danke. So, ich bin jetzt wieder in Ibelheim nach Fürstenfeld. Da bin ich eigentlich her, falls ihr das Lied kennt. Und ja, das ist jetzt die Wohnung von meiner Mama, beziehungsweise wo ich halt früher gewohnt habe. Jetzt gibt es noch meine letzte Mahlzeit. Und das ist einfach nur Topfen mit Cherry Joghurt Flame Tasty. Diesmal nicht gefroren und da kommt jetzt noch Erdnussmus drauf, weil Mandelmus habe ich heute gekannt. Bin schon gespannt, weil Erdnussmus habe ich schon lange keins gegessen. Auf jeden Fall schließen wir den Vlog heute ab. Und morgen geht es früh raus und zwar um 3:30. Gott sei Dank fährt meine Mama mit dem Auto und nicht ich. Und ja, bin schon gespannt und freue mich auf Hamburg, weil ich war schon oft dort, aber immer nur quasi zum Arbeiten für Shootings und habe noch nie wirklich was gesehen von Hamburg. Ja, deswegen bin ich gespannt und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was wir uns unbedingt anschauen sollten, weil wir sind auch 6 Tage dort, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil wir haben echt noch nichts Konkretes vor jetzt, außer dass wir morgen König der Löwen anschauen. Das habe ich nämlich der Mama geschenkt zum Geburtstag oder zum Muttertag, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall freue ich mich schon mega drauf. Ich liebe Musicals und ich glaube König der Löwen wird ein Traum. Ich habe es schon in London gesehen. Dann habe ich auf jeden Fall auch einen Vergleich. Und ja, werde definitiv bald ins Bett gehen, mir Melatonin-Spray knallen. Doppelte Dosis, damit ich halbwegs schlafen kann. Und morgen geht's. Danke, dass ihr wieder bei einem Tag mit mir dabei wart. Wir hören uns das nächste Mal aus Hamburg. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne und lasst Liebe da.